Hi ho Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Sub-Sanktion-Update. Das Video habe ich euch schon ein bisschen länger versprochen, aber hier ist es dann endlich auch mal. Und zwar mache ich ja die Sub-Sanktion Extreme Challenge, um meinen Sub abzubauen. Und ich erzähle euch einfach ein bisschen, ob das klappt und wie das klappt und wie es mir mit der Challenge geht. Falls ihr die Challenge noch nicht kennt, ich habe ein Video dazu gemacht und das könnt ihr euch gerne angucken, dann wisst ihr, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Das hat so ein Punktesystem und man darf erst Bücher kaufen, wenn man 5 Punkte erreicht hat, beziehungsweise ein Buch, was man kauft, kostet 5 Punkte und man muss halt mit gelesenen Büchern Punkte sammeln. Ich mache die Sub-Sanktion jetzt seit Anfang Februar, das heißt seit ungefähr 3 Monaten. Und mir geht es eigentlich ganz gut damit. Ich habe bis jetzt 10 Bücher gelesen, die zur Sub-Sanktion dazu zählen, also durch die ich Punkte erlangen konnte, denn ich habe das so geregelt, dass ich keine E-Books dazu zähle, weil einfach dann wäre mein Sub noch viel größer und E-Books zähle ich auch nicht zum normalen Sub dazu, deswegen lasse ich die E-Books außen vor. Aber ich zähle Mangas dazu und zwar regel ich das so, dass ich einen halben Punkt verdiene, wenn ich einen Manga gelesen habe und dass ein neuer Manga 2 Punkte kostet. Jetzt kommen wir zu meinem Substand und mein Substand war vorher, glaube ich, bei 83 oder so. Ich habe jetzt gerade mal durchgezählt und das Ergebnis ist nicht schön, es ist 95 und ja, jetzt kommt die Frage, Laura, warum steigt dein Sub so viel, wenn du doch gar keine Bücher kaufen darfst und wenn du doch diese Sub-Sanktion machst? Das ist eine gute Frage, liebe Kinder. Und zwar steigt es einfach so doll, weil ich so viele Bücher vorbestellt habe. Ihr wisst ja vielleicht noch, dass ich gesagt habe, dass vorbestellte Bücher nicht zur Sub-Sanktion dazugehören, denn ich habe letztes Jahr super viele Bücher vorbestellt. Ich habe mal so einen Rundumschlag gemacht und alles vorbestellt, was sich gut anhörte irgendwie. Und die Bücher kommen jetzt nach und nach an. Und ich bekomme hin und wieder ein Rezensionsexemplar und die Book-Circle-Bücher sind meistens Rezensionsexemplare. Und ich habe bisher auch, ich glaube, 2 oder 3 Geschenke bekommen. Und zwar, Leute, ich habe sie auch noch mal hier so hingelegt, damit ich sie direkt greifen kann, habe ich ja diese beiden Gesamtausgaben bekommen. Und ich zähle diese beiden Gesamtausgaben nicht als 2 Bücher, sondern in diesem Fall Narnia hat 7 Bände, also 7 Bücher. Und das hier hat 5 Bände, also sind es insgesamt 12 Bücher. Und das lässt den Sub natürlich auch echt in die Höhe sprießen. Aber ich glaube, bald kommt irgendwann die Zeit, in der ich nicht mehr so viele Bücher vorbestellt habe und in der weniger Bücher ankommen sollten und ich habe jetzt auch wieder viel mehr Zeit zum Lesen, seitdem meine Zwischenprüfung vorbei ist. Die habe ich ja Ende März geschrieben und im April habe ich schon total viel gelesen und deswegen denke ich, dass das jetzt irgendwann laufen sollte. Aber ich arbeite hart. Ich könnte härter arbeiten, aber ich finde, ich mache das ganz gut bisher. Auch wenn mein Sub um 12 Bücher gestiegen ist seit dem letzten Mal, aber wer guckt schon auf Zahlen? Aber ich muss auch sagen, ich habe gar nicht so das Bedürfnis, Bücher zu kaufen. Ich habe mir von den Punkten der Sub-Sanktion bisher erst 2 Bücher gekauft und zwar einmal den 6. Teil von Game of Thrones, damit ich da weiterlesen kann. Und ich habe mir jetzt den 2. Teil von The Summer I Turned Pretty bestellt, weil ich den 1. Teil vor 1-2 Wochen gelesen habe und den fand ich ganz, ganz toll und deswegen möchte ich jetzt weiterlesen und deswegen habe ich mir den 2. Teil bestellt und ja, und momentan habe ich noch 3,5 Punkte auf meinem Konto. Das heißt, ich könnte mir entweder einen Manga kaufen oder ich muss noch warten und weiterlesen, bis ich mir das nächste Buch kaufen kann, denn ein Buch gibt es, wie gesagt, ab 5 Punkten. Es ist auch einfach eine gute Sache, dass ich keine Buchhandlung hier in der Nähe habe, in der ich mal so ein bisschen stöbern könnte oder wo ich mal nachmittags hingehen könnte, um einfach zu gucken, weil ich komme irgendwie gar nicht so in die Versuchung. Und deswegen habe ich auch echt Angst vor dem Treffen im Juni, wenn wir uns mit den Buchleuten alle treffen. Die Veranstaltung ist unten in der Infobox verlinkt. Kleine Werbung. Ich habe irgendwie Angst, dass wenn man zusammen ist mit ganz vielen Buchliebhabern und Büchermenschen, dass ich so dazu inspiriert werde, ganz viele Bücher zu kaufen und ich zu dem Zeitpunkt keine Punkte habe. Deswegen muss ich jetzt im Mai ganz viel lesen, damit ich mir vielleicht 2 Bücher kaufen darf oder 1, 2, 3 Bücher. Ich hoffe, dass ich so viel sparen und lesen kann und ja. Ja, das war's mit dem ersten Update zu meiner Sub-Sanktion und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Macht ihr die Challenge auch? Macht ihr eine andere Sub-Challenge? Hat sich euer Sub in diesem Jahr schon geändert? Ist er noch größer geworden, obwohl ihr das gar nicht wolltet, so wie bei mir? Haha. Oder habt ihr euren Sub dieses Jahr schon abgebaut und bei euch läuft alles gut in eine gute Richtung und ich rede irgendwie total
total den Müll gerade, es tut mir leid. Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass ich richtig viel zum Lesen komme und richtig viel schaffe, sodass sich mein Sub auch mal verkleinert und damit ich vielleicht auch ein paar Punkte auf mein Konto kriege, damit ich wieder Bücher kaufen kann, was keinen Sinn macht, wenn ich den Satz betrachte, den ich vorher gesagt habe. Aber das lassen wir mal alles außer Acht. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder hoffentlich. Bis dann. Ciao.